Ich bin Jonathan Mese. Ich bin ein Spielkind und mache das, was notwendig ist. Ich bin metabolisch und glaube an die Herrschaft der Kunst. Die Kunst muss total herrschen, alle Politiker müssen abdanken und die Kunst muss an die Macht. Und deshalb spiele ich und deshalb mache ich das, was ich mache. Keine Rituale, kein Können, kein Talent. Einfach loslegen, machen, weitermachen. Also meine Kunst, deine Kunst gibt es gar nicht wirklich. All das, was hier ist, ist Spielzeug. Also dieses Bild ist Spielzeug, genauso wie dieser Kanister, wie der Pinsel, wie dieser Pinguinkatalog. Das ist alles Spielzeug. Auch wir Menschen sind Spielzeug der Kunst. Und wir haben zu spielen mit all dem Material, was da ist. Mit Eiscreme, mit Essen, mit unserer Kleidung, mit unseren Haaren. Wir spielen. Ja, und wenn wir mit Macht spielen, dann geht es. Aber am besten ist eben der Machthaber Kunst. Die Diktatur der Kunst ist ideal und deshalb muss die Kunst an die Macht. Es muss zur Machtergreifung der Kunst kommen und dann wird alles super. Nicht? Und diese Zeichen müssen auch alle neutral werden. Ja, sie sind viel zu sehr vom Menschen abhängig gemacht worden. Wir denken immer, dass so ein Zeichen was mit Menschen zu tun hätte. Ja, oder jetzt, wenn man Hakenkreuz macht. Das ist ein völlig natürliches Symbol. Es hat mit nichts anderem was zu tun als mit sich selber. Aber wir wollen immer Bedeutung, Pathos, immer. Es soll immer Relikte, Reliquien, das ist alles widerlich. Alle Reliquien kaputt machen. Die bringen nichts. Die sollen den Menschen nur versklaven. Das geht nicht. Weg damit. Alle Denkmäler, weg. Alles weg. Hat keinen Sinn. Es wird immer gesagt, der Mensch braucht Sicherheit. Ja? Aber der Mensch braucht Sicherheit, die was mit Liebe zu tun hat. Ja. Die hat wieder nichts mit Gegenständen zu tun. Das ist nämlich das Komische. Ich lebe ja, ich atme, ich verdaue und ich merke, dass das alles super ist, aber dass die Welt da draußen, die will mir das Atmen erschweren, die will, dass ich leide auf der Toilette, die will, dass ich Probleme habe, aber ich will keine Probleme. Und die Kunst ist kein Problem. In der Kunst gibt es überhaupt keine Probleme. In der Kunst kann es einen dritten Weltkrieg geben. Das macht nichts. Ist super. Oder den vierten, fünften. Warum hat es in der Kunst nicht schon den ersten und zweiten Weltkrieg gegeben? Hitler ist in der Kunst kein Problem. Aber der Mensch will immer Realität spüren. Ja, er will immer alles erleben. Ja, und er will auch Vernichtung erleben. Aber ich nicht. Und ich habe eben gespielt und habe immer gedacht, was soll das? Was sind das für Kriterien? Gutes Bild, schlechtes Bild? Das darf man machen, das darf man nicht. In der Kunst darfst du alles machen, solange es nicht Realität ist. Alles darf getan werden. Es gibt keine Talente, man kann nichts lernen, ich kann nichts lehren. Man kann nicht Professor werden in der Kunst. Das geht gar nicht. Es geht auch nicht um Erfahrung, sondern spielen wie ein Tierbaby. Das hat keine Erfahrung. Ein Baby spielt. Hunger, Durst, es will, dass man es füttert. Das ist aber ein Spiel. Und ein Baby braucht keinen Gott. Ja. Also wenn ich ein Bild male, jetzt sage ich auch ich, obwohl ich das immer nicht meine, also eigentlich meine ich es, weil ich bin die Ameise der Kunst. Also ich bin vielmehr ein Tierbaby oder ein Gegenstand, ich bin ein Instrument. Das ist keine Inspiration. Es ist keine Kreativität und es ist keine Idee, sondern man macht etwas. Wie wenn man Kindergeburtstag feiert im Sandkasten. Man nimmt irgendeine Form, tut Sand rein, dreht die fünfmal und macht so.
Und hier genauso, man nimmt Farbe, macht irgendwas, nicht in Trance, überhaupt nicht. Total bewusst, ja, bewusst, dass es hier um Metabolismus geht, nicht um Kreativität, das weiß ich total. Und man macht es einfach, man macht eine Form, die formt sich selber aus und dann geht's weiter. Man lutscht einen Lolli, macht Musik an, Farbe, ja, legt es auf den Boden, geht kurz nach Hause zum Bäcker, isst ein Croissant, kommt wieder, malt weiter. Dann sagt man sich, vielleicht ist fertig, signiert, raus aus dem Atelier, weg. Wann ein Bild fertig ist, weiß ich nicht genau. Eigentlich ist auch das jetzt, das ist schon fertig. Es ist schon total fertig. Ich kann es signieren, ich kann es auch lassen oder jemand anders nimmt es und spielt damit. Es ist alles eigentlich fertig. Das wird sich irgendwann, wenn die Kunst herrscht, auflösen. Das ist eben noch eine mickrige Entscheidung, dass es fertig ist. Toll ist es nicht, dass man das entscheidet. Das ist halt so. Wahrscheinlich, weil man müde ist oder weil man irgendwie auch sagen muss, es ist jetzt mal zu Ende, um zum nächsten zu kommen. Aber ob da jetzt noch ein Strich mehr oder weniger, also darauf kommt es nicht an. Es ist egal. Also, natürlich wird es vielleicht dann irgendwann zu voll, aus irgendeinem Grund, vielleicht. Aber ist es jetzt fertig oder ist es jetzt erst fertig? Ich weiß es nicht. Woher soll man es wissen? Also das wissen Mönche. Also ja, religiöse Menschen wissen, wann etwas fertig ist, weil sie versteinert sind im Kopf, weil sie so fertig sind im Kopf. Die sind so fertig, die Typen, weil sie Ritualen folgen. Hier folgt keiner einem Ritual. Deshalb weiß ich auch nicht, wann was fertig ist. Und ja. Die Reihenfolge ist klar, eins nach dem anderen. Das ist die Reihenfolge. Du machst eine Sache, um die nächste zu machen. Man macht ein Bild fertig, um das nächste zu machen. Das ist die Reihenfolge. Die ist metabolisch. Ich pinkel, esse und trinke, um wieder zu pinkeln. Das ist Kunst. Kunst ist nichts anderes. Nicht weniger und nicht mehr. Ja? Nicht? Du atmest, um den nächsten Atemzug zu kriegen. Das ist der nächste Atemzug kommt automatisch. Der ist nicht kreativ. Der kommt instinktiv. Wenn ich kreativ atmen will, mache ich, dann meditiere ich, dann werde ich religiös. Dann will ich das beeinflussen. Das kann mal richtig sein, um den Metabolismus wieder in Gang zu kriegen oder um gute Gedanken zu haben. Um damit Religiosität zu erzeugen oder einem Gott zu beeindrucken, das ist furchtbar. Also, aber das ist hier nicht drin, in diesem Atelier oder hier, in diesem rechtsfreien Raum. Das ist ja ein rechtsfreier Raum. Gibt es keine Religiosität, keine Menschenpolitik, keine Rituale, kein Talent, kein Können, keine Vorgabe, keine Rezepte, keine Menschenideologie, keine Lehre, keine Lehrer, kein Wissen, keine Erfahrung, keine Schlussfolgerung, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Hier gibt es nur Neutralität. Und Neutralität zieht Neutralität nach sich. Das ist das Tolle. Ein neutraler Zustand kann keinen Krieg erzeugen und keinen Frieden. Krieg erzeugt Frieden, Frieden erzeugt Krieg. Das ist, nicht? Das wollen die Menschen leider immer. Deshalb wollen sie nicht neutral sein, weil sie sind alle kriegsfanatisch. Und sie wollen den Krieg, damit der Frieden kommt. Und damit wieder nach einer Zeit des Friedens kommt der Krieg. Aber die Herrschaft der Kunst sagt Neutralität. Da kann man auch mal hoch und runter. Aber es wird nicht zu einem Menschenkrieg kommen. Es geht nicht mehr. So ein Bild führt einen totalen Krieg gegen das Menschen-Ich. Aber das ist okay. Scarlett Johansson ist totale Kunst. Also es gibt einfach
bestimmte Sachen kommen eben immer wieder. Ja, das ist der Rhythmus der Sache, wie Atmung. Scarlett Johansson ist wie Atmung. Der Mund von Scarlett Johansson ist totale Kunst. Totaler Lolli, totale Süßigkeit, wie die Nase, wie die Augen. Das hat aber nichts mit ihrem Ich zu tun. Das ist kein Ich, dieses Foto. Oder ihr Auge ist kein Menschen-Ich, sondern das ist ein Gegenstand, Spielzeug, wie das Eiserne Kreuz, das Hakenkreuz, das Spielzeug, weglutschen, Lolli. Adolf Hitler, ein Foto von ihm, da ist kein Adolf mehr drin, das ist Spielzeug. Das ist hier wie ein Teddy, das ist einfach, den muss man drücken und lieb haben und dann ins Bettchen legen. Ich gehe so gerne in Erotikläden oder in Pornoshops, weil ich noch nie etwas Pornografisches dort gesehen habe. Ich suche immer nach dem Obszönen, Pornografischen, Ekelhaften, Widerlichen. Habe ich noch nie entdeckt. Nichts. Ekelhaft ist nur das eigene Ich. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke und glaube, ich bin wichtig, dann bin ich obszön, widerlich. Wenn ich meinen Geschmack zum Maßstab von anderen mache, dann bin ich pornografisch, ekelhaft, widerlich, grausam. Aber Spielzeug kann doch nicht grausam sein. Ein Gegenstand kann nicht obszön sein. Nur meine Gedanken dazu sind obszön, ich selber bin obszön. Widerlich, ekelhaft und grauenhaft und grausam. Und jeden Morgen kannst du in den Spiegel gucken und sagen, bin ich obszön, ja oder nein? Wenn ich Meinungsterrorist bin, geschmacksfanatistisch, ich fanatisch, dann bin ich pervers. Dann habe ich das Perverseste gesehen, nämlich mein Spiegelbild. Da ist wieder der Mund von Scarlett Johansson. Der ist halt immer gleich. Das ist immer der Mund von Scarlett Johansson. Aber er ist immer wieder geil. Ja? Was soll's? Also, ist wie Sexualität. Ist ja auch immer das Gleiche. Der Druck baut sich auf. Dann, oh, ja, und ein paar Stunden später auch wieder gleich. Oder man hat Hunger. Der Mensch kann keinen Maßstab für Kunst entwickeln. Es geht nicht. Und jeder Mensch, der sagt, er wüsste, was das ist, ist ein Lügner. Das Einzige, was man sagen kann, ist, Kunst muss an die Macht. Wie sie das dann macht, keine Ahnung, ist ja noch nicht passiert. Leonardo da Vinci wusste auch nicht, wie die Flugzeuge fliegen werden, mit was für einer Benzinmischung. Aber man kann jetzt schon sagen, Kunst muss an die Macht, das war noch nie an der Macht, das ist total neu und es ist nicht nostalgisch. Die ganzen Menschenmachtsfanatiker heute sind nostalgisch. Sie wollen alle irgendeine Gruppe an die Macht haben, die schon an der Macht war. Monarchien sind nostalgisch, Demokratie ist nostalgisch, Nationalsozialismus ist nostalgisch, Kommunismus ist nostalgisch, rechts und links ist nostalgisch, SPD ist nostalgisch, NPD, FDP, FDP, CDU, ist alles nostalgisch. Jede Partei, jede Menschenpartei ist nostalgisch. Und mit Nostalgie kann ich die Zukunft nicht bestechen. Das ist alles für die Katz. Bitte alle Politiker, dankt endlich ab. Nicht? Lasst die Kunst an die Macht. Bitte, 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 ganz schnell. Es ist Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Ja. Nicht? Die Kunst muss an die Macht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und die Kunst ist kein Mensch.